Wochenende nicht mehr kann. Ja, dann machen wir andersrum. Das ist Das nicht wäre schön in der super. Schulzeit, wenn man bis um eins aufbleiben muss oder sogar bis um drei am ersten Schultag nach den Ferien, weil du Muss, einen dazu ja muss. zwingst, Minecraft zu spielen. Ich zwing niemanden. Du zwingst dich ja nicht Befehle dazu. nur. Ja, Befehle befiehlst nur. nur. Ja. Ich würde nicht sagen, du hast immer die Wahl. Entweder spielst oder du wirst ein blaues Wunder leben. Du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Ja, entweder du stirbst oder du machst mit. Ja, du hast Du entscheidest immer das die Wahl. immer selbst. Gib nicht mir die Schuld. Ronon, Da muss klatsch. ich Ed recht geben, ja. Ja, entweder er bringt mich um oder. Ja. Du Kann er hast mein immer die blaues Wahl. ne Wunder erleben. Du kannst nie was dagegen sagen. Du hast immer selbst die Wahl. Du hast immer die Selbstwerte. Entweder du stirbst oder bleibst am Leben. So, deine Sache. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht dein Problem, da hast recht. So, das brauchen wir da und das brauchen wir da. Außerdem schlafen kann man ja in der Schule, ne? Ja, habe ich Warum sogar kannst du schon mal dort nicht gemacht auch dieses schlafen? Jahr. Das war das erste Mal, dass ich in der Schule geschlafen habe. Es war, lass mich überlegen, es war Chemieunterricht. Die Das ist Lehrerin hatte elendig. abgedunkelt und sie hatte einen Film gezeigt. Es war Ja, da langweilig. muss ich sagen, ey, wir bauen zu Hause einen Fusionsreaktor. Was willst du mir noch beibringen, ey? Das wäre Ja, Physik. genau. Egal. Eigentlich, oder? Ja, das hat ja auch ein bisschen was mit Chemie zu tun. Du musst ja auch verschiedene Chemikalien zusammentun, damit du irgendwas rauskriegst und so Scheiß, oder? Ja. Gehört Letztendlich beides bildet zusammen. Minecraft. Wahrscheinlich beides irgendwie, ja. Beides. Fächerverbindender Unterricht. Hey, guck mal, du brauchst ja hier schon verschiedene Gassorten, um überhaupt das Ding zu laufen zu bekommen. Eben. Ich weiß, meine Lehrerin wäre stolz auf mich. Zeig dir doch mal so einen Stream. Vielleicht kriegst du ja eine Note dafür. Ja, muss sagen. Ja, unter meiner Anleitung, Frau Lehrerin. Zu meiner Anleitung baut der Ed das Punkten jetzt hier wussten so gar nicht, schön. wie das funktioniert. Also Ed, ich weiß nicht, wollen wir noch eine Gearbox zwischenschließen, aber wollen wir es probieren? Das lasse ich ganz drüber. Du kannst mal probieren und dann schauen, ob du eine Gearbox brauchst oder nicht. Bist du ganz mir über. Produzieren wir noch die Klatsch, klatsch mal noch die Klatsch dazwischen. Klatsch. Ach, Klatsch mal ich noch sag dir, Klatsch ich drin. will immer mit dem Projekt Rettschraubens hier alles machen. Dann pack ihn weg. Ja, mach ich ja. Pack ihn weg. Hab ich ja, ich wollte noch einen Schalter. Wir können jetzt schon mal Backup einleiten. Weil wenn hier gleich was schief geht, sag ich euch, ist die Welt Bist nicht du mehr schuld? schattenlos. No. Du auch nicht mehr, das kannst du mir vorstellen. Wir stellen Das bewusst, oder? langsam hoch. Der Hebel ist aus, gut. Also der Hoffen für ist dich. sowieso aus. Huhu, müde. So, wir haben mal genügen wird. Ja, dadurch passiert ja noch nichts. Es ist ja nur, Ich sage dass ja das nur. Ding sich dreht. Wie meinst du jetzt mit 4x Wasseranschluss? Aha, von dort unten. Ah ja, Wasser. Was zeigt dann da an, wenn man auf die Pipe geht? Ja, wo die überall hingeht. Wo die überall hingeht. Vier? Vor allem gibt es irgendwas, was 1000 hat. Das war das die Pipe wahrscheinlich. Ja, aber er ist ja überall bei Input und Output. Passt ja sowieso. Aber kann doch nicht sein, dass dann gar mal Steam rauskommt. Ja, Steam Pipes musst du oben drüber legen. Ja, bist du sicher, dass nicht unten aus Steam rauskommen könnte? Nein. Ganz sicher? Es ist. Und vor allem, den kann er unten nichts Ganz sicher. rausziehen, du Depp. Weil es Wenn nicht auf die. Strom. Nur mit Rettungssegeln. Scheiße. Und vor allem Ed, oben ist standes ausdrücken. Steam aus. Ed, wir hatten noch bei dem anderen Reaktor, hatten wir auch oben Steam und Wasserzufuhr. Ja, aber da hat man Inputwasser und hier geht es aber Input und Output, deswegen. Ah, okay. Und Ja, aber es ja, passt Sascha, jetzt. er zieht nicht raus, aber wer sagt denn, dass der nicht raus drückt? Es geht trotzdem nicht. Warum soll es nicht gehen? Weil es so festgelegt ist. Ah, das musst du ja wissen. Okay, er unterschreibt. Wenn ein Fehler ist, dann. Hab's gehört, Sascha ist schuld. Weil Der der Sascha, der Mistgeber. behauptet immer so viele Sachen, was ja so festgelegt ist, aber er weiß es ja eigentlich gar nicht. Er behauptet es nur.
Kann nur das behaupten, was wirklich weiß. Also noch dreht er sich nicht, Sascha. Ich weiß, ich rege ihn also noch hoch. Ja, guck du unten. Ich glaube, wir brauchen mehr Speed, würde ich annehmen. Bei Kraft. Ja, was brauchen wir für eine Werte? Keine Ahnung. Ja, ich dachte, du hast sie aufgeschrieben. Ja, die Werte, also die Torque ist höher als der Speed letztendlich, aber... Also brauchen wir mehr Torque. Letztendlich, ich habe ja draufstehen 4024 Rad pro Sekunde, jetzt haben wir ja schon 4 Kilowatt, richtig? Ja, das heißt, wir brauchen mehr Kraft. Wir brauchen mehr Kraft. Das heißt, wir können das wieder ausmachen, können den sicherheitshalber auch noch ausmachen. Und können wieder eine Gearbox reinklemmen. Ach, haben wir sowieso daneben stehen. Was wollen wir mal probieren? Probieren wir es mal. Also ich sag dir, wenn es anfängt zu... Es brennt nichts. Das ganze Ding explodiert und es fliegt in alle möglichen Richtungen. Ah ja. Das ist das Einzige, was passieren kann. Ist ja ganz harmlos. 4 zu 1, glaube ich, wäre angepasst. Ich sag nein, ich hab auf die Reihe. Tüt, Couch, geh. Kack. Ach du Ich spiel jetzt mal LOL. Ja, dann spiel ich mal LOL. Mal. In dem Video. LOL, Junge. LOL, du bist echt LOL, LOL. Ey, das ist ein schönes Karussell, fällt mir gerade auf. Brauchen wir noch ein paar Sitze? Ja, das geht nicht, Leute. Laprikant? Murdoch? Der Laprikant-Mann? Ja, hier, hier. Wo? Ja, gleich. Gleich. Oh, und da? Ja, unten in der Mitte. Ich muss ja erstmal wiederkommen. Also Bedrock, die hat er nicht, oder? Ich hab jetzt keine Bedrock gekraftet. Weil es sowieso erstmal Test ist. Dann geht wieder puff. Die kann nicht explodieren. Oh, bei denen. Ist drin. Und das Ganze auf Torge. Gut, passt eh. Fangen wir aber wieder unten an. So, Klatsch wieder anschalten. Au. Geht immer noch nicht. Gut, das heißt, wir brauchen mehr Torque. In dem Sinne, dass wir dann bei 1024 wären, dann der Speed wieder runter geht. Gut. Bau doch so ein... Das war zu schnell. War so ganz schnell. Ja, der warte ich nur, bis ich mal red. Oder eine CVT. Ja, das macht ja jetzt nicht gerade so den ultimativen Unterschied. Ja klar, erstens kannst du 32-fach besser einstellen. Kannst du besser einstellen, ja. Hält länger. Hält das der Schalter auf? Geht immer noch nicht. Wir gehen halt jetzt wieder mit dem Speed runter. Ja, und die hat auf was hast du denn? Die ist Max. Die ist Tier 4, soweit ich weiß. 22.000, ja. Ja, und wir brauchen, welche Werte hast du gesagt? Also, die Werte, die sind ja hier nur erfunden eigentlich und ich glaube, das sind auch viel zu viel. Da hätten wir das vierfache Torque und das doppelte Speed. Vierfache Torque und doppelte Speed. Von da. Und es ist, glaube ich, 32.000 Torque brauchen wir nur. Wie viele Torque? Na, wir haben jetzt 16.000. Steht ja da. Ja, und dann mit den 16 da, dann müssen wir das doppelte haben, oder? 16 zu 1. Problem ist, dadurch geht das Speed wieder runter.
Wie steuern wir das dann bis dann? Hi, Klaus. Von links Speed. Wir könnten zwei wir könnten zwei Engines nehmen. Oder wir versuchen mit Tier 5. Ich weiß nicht, ob wirklich der Verbrauch so hoch war. Testen wir, ich weiß es auch nicht. Problem ist, da brauchen wir wie viel Grad, haben wir gesagt. Kannst du ja mal ausschalten. 800. Schalt mal aus. Wir verbrauchen ja gerade mal sinnlos. Zeig's. Das ist gut. Upgrade. Wir brauchen Upgrade. Gott, dann zählt 1800 Grad. Ja, wir haben 1640. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich mehr. Die Frage, was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben mit 32, 32. Vielleicht müssen wir da zusammen spielen. Dann warte mal. Gehen wir mal die Torge auf 36 setzen. Geht hoch? Mehr. Nee, geht runter. Nee, doch. Nee, ja, geht runter. Was jetzt? 1600? Ja, was davor? Jetzt sinkt es wieder. Es war gerade ganz. Es ging gerade eben runter, aber jetzt steigt es wieder. Ja, wir haben, glaube ich, bei 16.630, glaube ich. Nein. Mal anders, so. Ändert sich nichts. Also wir kommen nicht mehr aus 1614. Versuchen wir halt zwei. Was für ein Rechner ich habe, das steht unten in den Infos, aber da musst du halt ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. In die Hand? In die Hand, du Verkäufer wechselst. Das ist ja mein Magnetizer drüben wieder abgebaut. Weiß ich. So, 1500. Na, On. Mit dem On haben wir mal 32. Betten haben wir. 18. Wenn wir das mit den Garten warten. Ja, wie können wir das dann 8 mal kratzen? Ja, weißt du, was eine Möglichkeit noch wäre, was wir haben, ja diese Jet Fuel, nicht Jet Fuel, Dings, da diese Turbine da. Die wir unten nutzen, mit der wäre das vielleicht. Aber meinst du, dass das nicht zu gefährlich ist mit der Turbine? Nee, nee, eine andere Turbine, die wir hier unten haben, doch. Ja, null. Doch, doch, laufen tut's noch, okay. Dumm, wieder 12. Ich glaube, dass wir sie daran schließen müssen. Ja, okay. Würde ich nicht sagen, wie viel haben wir denn unten? Was? Wie viel wir unten haben. Was welche Werte? Ja. Turbine an sich selbst hat 67 Megawatt, 65.000 Rad. Also vielleicht Kraft, ja. Kraft ja ziemlich viel und Geschwindigkeit auch viel. 67, 65. Ja, 65. Wenn wir jetzt sie direkt anschließen, fliegt uns ganz in die Luft. Wir brauchen ja nur viel Kraft. Nur wir könnten dadurch leicht runterregeln. Ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach zwei Engines. Und hier haben wir 8 und 4, also. Komm. Ja. Was war das? Wo kommst du in die Luft? Gibst du. Ist gerade nur was? Also, nee, hier ist ein Dings gekommen. Der Meteorit ist ja runter eingeschlagen. Hier, schau. Achso. Da könnte es fallen. Ganze Welt schockiert. I mean.